Hallo, ich bin Eva von paddelt.de und ich möchte dir die verschiedenen Arten von Kajaks vorstellen, die wir anbieten. Ich zeige dir auch, für wen sie geeignet sind. Die aufblasbaren Kajaks werden nach ihrer Konstruktion in 4 Gruppen unterteilt. In die erste Gruppe gehören aufblasbare Kajaks mit Niederdruck. Diese Kajaks sind für alle, die ihr Kajak gelegentlich für das Freizeitpaddeln nutzen, aber dennoch ab und zu eine längere Tour unternehmen wollen und am Anfang nicht so viel Geld investieren wollen. Die Kajaks sind stabil, leicht zu handhaben und vor allem für ruhiges oder leicht fließendes Tiefwasser geeignet. Die aufblasbaren Kajaks haben eine Dreikammerkonstruktion, 2 Seitenkammer und einen Boden. Und sie werden aus robusten und haltbaren PVC gefertigt. Die Basic-Kajaks verfügen auch über aufblasbare Sitze. Es handelt sich um leichte Modelle, die zusammengepackt nicht zu viel Platz einnehmen und leicht transportierbar sind. Beispielsweise die Beta-Kajaks der Marke Aquamarina oder das aufblasbare Kanu Ripple für 3 Personen. Eine Alternative dazu ist das Laxo, ein Kajak, dessen aufblasbaren Kammern mit einer Schicht von PVC und Stoff für zusätzliche Robustheit überzogen worden sind. Dazu sind die Sitze nicht mehr aufblasbar und das Kajak ist konstruktiv fortschrittlicher. Auch bei einer Niederdruckskonstruktion hat das Kajak eine höhere Steifigkeit und ermöglicht fließende Flüsse zu fahren. Die zweite Gruppe wird als universelle Kombi-Kajaks gezeichnet. Wie der Titel schon sagt, handelt es sich um eine Kombination aus 2 Technologien. Hochdrucks-Dropstitch-Material, das auch bei SUPs verwendet wird und das Kajak steif macht, kombiniert mit Niedruckskammen-Seitenwänden, die dem Kajak Stabilität verleihen. Universelle Kombi-Kajaks zeichnen sich also durch Steifigkeit und Stabilität aus. Die Kajaks sind für anspruchsvollere Paddler geeignet, die Geschwindigkeit und leichte Handhabung bevorzugen und gleichzeitig ein stabiles Kajak suchen. Diese Boote sind aus sehr haltbarem PVC-Material hergestellt. Die Konstruktion kombiniert Niedruckseitenkammern mit einem Hochdrucks-Dropstitch-Boden, der dem Boot einen größeren Auftrieb und gleichzeitig große Steifigkeit verleiht. Die Kajaks halten ihre Form besser und haben weniger Widerstand beim Paddeln. Sie können auch mit einer zweiten PVC- oder Stoffschicht überzogen werden, um Haltbarkeit und Komfort zu verbessern. Außerdem schützt es die Kammern vor UV-Strahlen. Die Boote sind leicht zu packen und ermöglichen einen einfachen Transport, zum Beispiel mit dem Zug. Die universellen Dropstitch-Kombi-Kajaks haben sehr gute Gleichfähigkeit, viel Volumen und sind gleichzeitig stabil. Sie haben eine praktische Form, die durch das Wasser gut schneidet und leicht zu handhaben ist. In diese Kategorie gehören zum Beispiel Spinera Hybris in der Variante für 1 bis 3 Personen, das Aquamarina Memba oder das Coastal Lotus für anspruchsvollere Fahrer. Die dritte Gruppe wurde als Hochdruck-Dropstitch-Kajaks genannt. Diese Kajaks sind für die anspruchsvollere Fahrer geeignet oder für die, die bereits Erfahrung mit den festen Booten haben und mehr Platz benötigen. Hochdruckboote haben sehr gute Fahreigenschaften. Sie sind schnell, wendig und mit ihren Fahreigenschaften kommen sie sehr nahe an feste Boote heran. Diese Kajaks sind nicht so stabil, aber bieten mehr Platz als die aufblasbaren Kajaks mit Niederdruck und sind dazu leicht zu verpacken. Hier kannst du sehen, wie viel Platz es in einem Kombi-Kajak mit Seitenwänden gibt. Das hier ist das Aquamarina Memba. Die Seitenwände verleihen dem Kajak die Stabilität, aber verkleinern den Innenraum. Die Dropstitch-Kajaks und Kanus werden aus dem gleichen Material wie aufblasbare SUPs hergestellt und sind ideal für längere Touren, bei denen man mehr Gepäck mitnehmen will. Die Kajaks eignen sich besonders für ruhiges, tiefes Wasser, aber auch für fließendes Wasser. Die letzte Kategorie sind SUP-Kajaks. SUP-Kajaks sind SUP-Boards am ähnlichsten und verwenden komplett die Dropstitch-Technologie. Es handelt sich also um Hochdruckprodukte und sie können als SUP oder als Kajak verwendet werden. Sie haben meistens eine Doppelkammerkonstruktion, wobei der Boden als zweite Kammer separat aufgepumpt wird. Die SUP-Kajaks sind sehr steif, haben viel Volumen und dadurch eine große Traglast. Sie sind ideal für Fahrer, die ein kompaktes, sehr stabiles und vielseitiges Boot suchen.
Auf einem SUP-Kajak kannst du im Stehen fahren, wie auf einem SUP-Board oder sich bei Erschöpfung, Gegenwind oder Wellen hinsetzen und das Board als Kajak benutzen. SUP-Kajaks können auf ruhigem und leichtem fließendem Wasser verwendet werden. Sie sind idealer Kompromiss zwischen einem klassischen Subboard und einem Kajak. Manche sind sogar mit einer Spritzdecke ausgestattet, die dich vor Wasser schützt, zum Beispiel das Modell Aquamarina Cascade. Sehr gut verarbeitet sind die SUP-Kajaks der Marke Spinera, die auch eine Version für zwei Personen anbieten. Zu erwähnen ist auch das schöne Zwei-Personen-Kajak Spinera Adriatic oder Costo Capitol. Noch eine kleine Zusammenfassung. Für gelegentliche Fahrten, Freizeitbaden oder Spaß mit Kindern wähle in der Kategorie aufblasbare Kajaks und Kanus mit Niederdruck. Anspruchsvollere Paddler, die längere Touren sowohl auf ruhigem als auch auf fließendem Wasser unternehmen wollen, aber eine hohe Stabilität benötigen, wählen in der Kategorie universelle Kombi-Kajaks. Erfahrenere Paddler, die Kajaks mit genug Platz für längere Touren suchen, wählen in der Kategorie Hochdruck-Dropstitch-Kajaks. Und wenn du dich nicht entscheiden kannst, ob du SUP-Board oder Kajak fahren willst, dann wähle in der Kategorie SUP-Kajaks. Also, wir sehen uns auf dem Wasser und paddelt mit uns!